FDP-Fraktion hat Herr Rock jetzt das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dr. Spies, Frau Schulz-Asche, ich weiß nicht, ob Sie in den Haushalt reingeschaut haben, bevor Sie Ihre Rede vorgetragen haben, weil das, was Sie hier vorgetragen haben, bildet sich nicht im Haushalt ab. Sie müssen einfach doch mal feststellen, dass der Ansatz 2012 652 Millionen war und dass er 2013 791 Millionen ist. Das ist ein Aufwuchs von 20% für einen Einzelhaushalt, für einen Einzelplan. Das ist äußerst außergewöhnlich und zeigt, dass hier ein wichtiger Schwerpunkt gesetzt wird. Und wenn Sie sich fragen, wo denn das Aufwachsen ist, dann werden Sie das bei den Investitionen, beim Investitionsprogramm für die U3-Plätze sehen, dass dort 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, um einen Versorgungsgrad von 39% in ganz Hessen zu erreichen. Und da verstehe ich nicht, über was Sie hier geredet haben oder ob Sie einfach nicht in diesen Haushalt hineingeschaut haben. Wie man behaupten kann, dass eine Landesregierung und auch ein Parlament hier keinen Schwerpunkt setzt, wenn ein Haushalt um 20% aufwächst. In einem Jahr. 20% in einem Jahr und im Folgejahr immerhin noch um 10% auf das Basisjahr 2012. Wir haben enorme Steigerungen. Und diese enormen Steigerungen sind natürlich dem festen Willen geschuldet, eine Versorgungsquote in Hessen sicherzustellen, gemeinsam mit den Kommunen. Und das blenden Sie völlig aus. Sie blenden außerdem aus, dass dieses Ministerium, dass dieser Einzelplan, der hier verantwortet wird, dass dort die Beschäftigten immer mehr administrative Tätigkeiten haben und das bei geringerer Personaldecke. Das heißt, im Ministerium wird effizienter gearbeitet. Ich will nur mal darauf hinweisen, wir haben hier ein Offensivgesetz verabschiedet, das Personal mehr Bedarf hat. Wir haben hier Sozialberichterstattung eingeführt. Wir haben die Kinderbetreuung, die administriert werden muss zusätzlich, die qualifizierte Schulvorbereitung, die frühen Hilfen, jede Menge mehr Aufwand, der im Ministerium geleistet werden muss, bei einer konstanten Personaldecke. Da kann ich nur sagen, vielen Dank an die Beschäftigten dort, dass sie das leisten, ohne eben mehr Personal oder Personalaufbau notwendig zu machen. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass gerade im Sozialbereich zwei ganz wichtige Punkte angegangen worden sind und auch mit Geld unterlegt worden sind. Und das will ich als allererstes mal das Thema Altenpflege klar machen. Der Haushalt ist im Bereich Altenpflege absolut dynamisch. Dort wird deutlich mehr Geld ausgegeben. Wir haben den Deckel aufgehoben. Das führt dazu, dass jeder, der qualifiziert ist und auch diesen Beruf erlernen kann, das in Hessen kann. Und das hat eine Menge Geld gekostet. Und das sind wir aber bereit, auch zur Verfügung zu stellen, weil es wichtig ist, hier jeder, der diesen Beruf erlernen möchte, dies auch zu ermöglichen. Und das hat enormes Geld gekostet. Und auch die Gesundheitsversorgung schlägt sich im Haushalt wieder im ländlichen Raum. Auch hier ist ein Schwerpunkt gesetzt. Auch das ist richtig. Und ich möchte auch noch mal ganz deutlich machen, dass in den neuen Produkten, die Sie auch wiederfinden, wir einmal, ich habe es schon gesagt, das Investitionsprogramm für die U3-Plätze mit 100 Millionen wiederfinden, wo der deutliche Mehrzahl des Geldes Landesgeld ist. Wir haben die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit einem Aktionsplan, wo wir deutlich Geld in die Hand nehmen. Wir haben das Thema Familienhebammen, wir haben den Kinderschutz und die Prävention als neue Produkte. Das ist richtig und wichtig und das finden Sie hier im Haushalt. Und ich finde auch, dass das einhellig Zustimmung finden müsste, dass hier mehr gemacht wird und keine Kritik. Dieser Einzelplan ist wirklich, und das ist diese Dynamik, die Sie dort sehen, ganz klar dem U3-Ausbau geschuldet. Diese Landesregierung, die Fraktionen, die Sie tragen, haben das als Aufgabe begriffen und wollen dort auch sicherstellen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz großer Schwerpunkt ist. Und ich sage das jetzt mal als Sozialpolitiker nicht in der Frage Fachkräftemangel, sondern einfach die Selbstbestimmtheit, wie Familie organisiert werden soll, ist eine wichtige Sache. Und dann sage ich aber auch ganz klar, das ist richtig, dass hier so viel Geld in die Hand genommen wird. Und ich bin guter Hoffnung, dass dem Land zusammen mit den Kommunen es gelingt, die Ausbauziele zu erreichen und auch diese Zahl von 39% Versorgungsquote für 2014 spätestens dann auch sicherzustellen. Ich kann noch mal, die Redezeit ist ja gleich zu Ende, darauf hinweisen, ich habe kein Verständnis für die Änderungsanträge der SPD.
Ich kann nicht verstehen, dass sie qualifizierte Schulvorbereitung angreifen und dass sie auch die Familienkarte streichen wollen. Das sind Erfolgsmodelle bzw. qualifizierte Schulvorbereitung ist essentiell wichtig zur Weiterentwicklung der Qualität im Kinderbereich. Und das ist auch richtig, dass das jetzt angegangen wird, dass sich das im Haushalt wiederfindet. Ich bin mit dem Haushalt sehr zufrieden und ich hoffe auch, dass er konsequent umgesetzt wird. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Punkt noch in einer dritten Lesung dazukommt im Hinblick auf das Kinderfördergesetz, aber das werden wir sehen. Von daher ein guter Haushalt, wir haben die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Ich glaube, dass wir einen guten Minister haben, der das auch vernünftig ausgibt, das Geld. Und das kommt allen Hessen zu, kommt auch alles, ich weiß es, das kommt auch allen Hessen zugute und ich bin sicher, dass der Haushaltsplan dann auch erfolgreich umgesetzt wird. Vielen Dank. Ich bedanke mich.